Folgende Nachricht dürfte die meisten beglücken. Es wird deutlich wärmer. Jetzt von Westen und Südwesten her. Die ganz kalte Luft der letzten Tage, die zieht allmählich weg. Die kam ja um dieses Skandinavien-Tief herum aus Richtung Grönland und Island zu uns. Und jetzt richtet sich unser Blick in Richtung Atlantik. Hier haben wir die deutlich wärmeren Luftmassen vor diesem Tiefdruckgebiet bei Irland und das Ganze wird jetzt allmählich zu uns hereinkommen. Über Frankreich sehen wir schon mal Temperaturen von knapp 20 Grad hier Richtung Bordeaux und auch Pyrenäen. Bei uns sind es vor allen Dingen noch im Nordosten noch verhaltene Werte und die ganz kalte Luft, die wird sich hier noch im skandinavischen Raum halten, bis in Richtung Baltikum in den nächsten paar Tagen. Und kalt ist auch der Start in den Donnerstag. Wir haben da verbreitet noch einmal Bodenfrost unter diesen roten Flächen, teilweise sogar Luftfrost in den Mittelgebirgstälern. Aber tagsüber machen die Temperaturen schon mal einen ordentlichen Satz nach oben, insbesondere im Westen und auch im Süden. Da sind es locker 5 Grad mehr als am Tag zuvor. Das sind insgesamt zwischen 14 und 18 Grad. Deutlich kühler noch die Nordosthälfte mit 9 bis maximal 13 Grad. Und wir sehen auf dem Wetter- und Wolkenvorschaufilm, dass da von Westen schon wieder dichteres Gewölk reinkommt als Vorboten der deutlich milderen Luftmassen. Aber wir sehen auch, dass der Regen noch außerhalb unserer Landesgrenzen bleibt. Aber am Anfang, am Donnerstagvormittag, da fällt er noch teilweise schauerartig im Norden und im Nordosten, aber nur örtlich und örtlich auch ein paar Tropfen direkt am Alpenrand. Dazwischen viel Sonnenschein nach Frühnebel und am Nachmittag insgesamt mal dichte Wolken, mal Sonnenschein. Das sieht doch schon viel freundlicher aus. Bis zu 10 Stunden Sonnenschein sind geboten, aber der Wind meist nur schwach, nur im Küstengebiet böig aus westlicher Richtung.